Ich halte heute einen Vortrag über einen Prototypen, den ich im Rahmen meiner Bachelor-Thesis entwickle. Kurz, ganz grob, worum geht's? Um dieses Gerät hier nochmal in echt, ist im Prinzip ein Authenticator für Banktransaktionen. Funktioniert so, dass eine Kamera vorhanden ist, die QR-Codes scannen kann. Es gibt einen Touchscreen, um mit Nutzern zu interagieren. Und ansonsten ist das Gerät relativ mobil, ist allerdings ein Prototyp, das heißt nicht für den Endkunden gedacht. Noch nicht. Kurz zu meiner Person. Ich bin 25 Jahre alt, noch Student der angewandten Informatik, arbeite nebenher in Weiterstadt bei LSE. Falls ihr Fragen habt, mich kontaktieren wollt, könnt ihr das gerne per E-Mail tun. Den Code zu meinem Projekt, den werde ich in circa einem Monat komplett veröffentlichen. Möglichst nachbaufreundlich, damit man das Ganze auch selbst basteln kann, wenn man da Spaß dran hat. Zur Übersicht. Wir fangen an erstmal mit der Zielerfassung. Worum geht es überhaupt? Was gibt es dabei für Probleme? Und was leiten wir daraus für Ziele ab? Dann kommen wir zur Hardware, zur Entwicklung der Hardware, beziehungsweise was nutze ich für Teile und warum nutze ich diese Teile? Und dann später kommen wir zur Software. Was nutze ich für Software dafür, um das Ganze realisieren zu können? Und wie funktioniert an sich das Programm? Okay, kurz zur Aufgabenstellung. Wir haben einen Nutzer, der möchte bei seiner Bank eine Banktransaktion auslösen. Das heißt, ganz normales Online-Banking. Der Nutzer beauftragt die Transaktion. Die Bank möchte sicherstellen, dass es auch tatsächlich der Nutzer ist und dass diese Anfrage legitim ist. Und wartet dann auf eine kryptografisch sichere Bestätigung von dem Nutzer. Und ganz wichtig dabei ist, dass Malloroy, das böse kleine Teufelchen, keinen Schindluder treiben kann, dass er nicht irgendwie versuchen kann, die Banktransaktionen zu verändern, falsche Banktransaktionen unterzuschieben. Kommen wir zu den Angriffsvektoren. Ist einmal das Auslesen der Transaktionsdaten an sich. Das heißt, wenn ich die Daten übertrage, möchte ich nicht, dass jeder sehen kann, wie auf einer Postkarte, wem ich jetzt gerade Geld überweise. Außerdem sollte sichergestellt werden, dass die Transaktionsdaten nicht verändert werden können. Das heißt, wenn ich Herrn Meier 500 € überweisen möchte, dass ich verhindere, dass Herrn Meier damit dazwischen sitzt und dann aus den 500 € 5.000 € macht. Generell das unberechtigte Authentifizieren von Banktransfers. Da ist ein wichtiger Punkt Verlust des privaten Kryptografie-Schlüssels. Bei gängigen Verfahren wie zum Beispiel Fototan von der Commerzbank, das an sich relativ ähnlich ist, liegt der private Schlüssel auf dem Smartphone des Nutzers im Speicher, und da kann nicht nur die Bank-App drauf zugreifen, sondern wenn das Handy geroutet ist oder irgendein Trojaner auf dem Handy ist, im Zweifelsfall auch Dritte. Das heißt, ich habe keine hundertprozentige Kontrolle darüber, beziehungsweise 100% kann ich auch nicht garantieren mit diesem Gerät, aber es ist sehr viel unwahrscheinlicher, dass jemand auf den Speicher zugreifen kann, um den Schlüssel auszulesen. Dann natürlich das Unterschieben falscher Bankdaten sollte auch verhindert werden, indem man die Integrität der Nachrichten prüft. Daraus leiten sich jetzt Ziele ab. Zum einen die verschlüsselte Übertragung der Bankdaten. Die Nachrichten sollten komplett verschlüsselt werden. Außerdem sollte die Integrität der Daten sichergestellt werden, was wir in unserem Fall durch AES im EAX-Modus sicherstellen. Das generiert eine MAC, die einen Prüfcode zurückgibt, die sicherstellt, dass die Nachricht nicht geändert wurde. Außerdem sollten wir den Nutzer gegenüber der Bank authentifizieren, damit die Bank sicher sein kann, dass wir auch wir sind, beziehungsweise der Nutzer legitim ist.
Der Schlüsselverlust, wie eben schon erwähnt, sollte minimiert werden. Zum einen, dass dieser Schlüsselverlust überhaupt passieren kann. Und dann auch ganz wichtig, was passiert, wenn der Schlüssel doch verloren gegangen ist? Welche Auswirkungen hat es? Wie kann man es minimieren? Und dann sollte es natürlich für den Nutzer auch leicht handhabbar sein. Zur Plattform. Wir benutzen hier eine Grundplattform. Außerdem wird ein Touchscreen benötigt. Ein Gehäuse ist auch ganz schick. Eine Kamera brauchen wir für die QR-Codes. Dann einen Akku. Haben wir hier. Dann SMCU. Das steht für Secure Multicontroller Unit. Dazu gleich mehr. Und dann brauchen wir noch Kabel, um das Ganze zu verbinden. Als Plattform nutze ich den Klassiker schlechthin, den Raspberry Pi. In der Version 3. Aus mehreren Gründen. Zum einen hat der Raspberry Pi 3 natürlich viel Leistung. Das heißt, wenn QR-Codes verarbeitet werden und gleichzeitig versucht wird, ein flüssiges Kamerabild darzustellen, kommen wir da in keine Performance-Engpässe. Außerdem verfügt der Pi über eine eigene GPU, die Kamera nutzen kann. 1 GB RAM, was an sich viel zu viel für unsere Zwecke ist. Dann ein wichtiger Punkt und der große Vorteil gegenüber dem Pi 2, dass WLAN bereits integriert ist. Außerdem, wie bei allen Pis, 40 GPIO-Pins. Die benutzen wir hier für I²C und SPI. Als Speicher gibt es eine Micro-SD-Karte und der ist relativ kostengünstig. Mit 43 Euro hat man alles zusammen. Dann zum Display, da gab es mehrere Versuche. Versuch Nummer 1 war das Waveshare-Display. Für 20 Euro, 3,5 Zoll Display, 480 x 360 Pixel, also an sich Standardkost für die SPI-Displays, hat 16 MHz SPI-Taktrate und netterweise ist auch noch ein Gehäuse inkludiert. Problem ist, nach dem ersten Versuch kam ziemlich schnell Ernüchterung. Es war wie eine Diashow, also 4 Frames pro Sekunde. Damit kann man nicht wirklich was anfangen. Ich hatte gleichzeitig noch ein weiteres Display bestellt mit 32 MHz für 7,50 Euro. Das ist ein No-Name-Display aus China bestellt über eBay. 10 Frames pro Sekunde ist auch nicht so pralle, es wäre schon nutzbar geworden. Dann der dritte Versuch ist dann etwas teurer geworden. Allerdings hat das Tontec-Display, das ich dann letztendlich nutze, 128 MHz über SPI. Das heißt, die Datenbandbreite ist deutlich höher. Und da kommen wir zu 30 Frames pro Sekunde. Flüssiges Bild, so wie ich mir das eigentlich erhofft hatte. Ja? Ja, na klar. Okay, dann kommen wir zur Kamera. Die Version 1 und die Version 2 nutze ich hier von der Standard Raspberry Pi Kamera. Welche davon man nutzt, ist ziemlich egal. Also die neue Version hat den deutlich schöneren Sensor, höhere Auflösung, ist lichtempfindlicher. Wir betreiben das aber mit 640 x 480 Pixeln, also ist es für uns eigentlich ziemlich irrelevant. Und wichtig ist der Preis von 15 Euro gegenüber den 30 Euro. Das heißt, die 1er reicht völlig. Kommen wir zum Akku. Das ist ein Basic-Produkt eines sehr großen Versandhauses, die mittlerweile auch eigene Waren liefern. Ist einfach eine Smartphone-Powerbank, 5 Volt, maximal 1 Ampere, hat einen Überlastungsschutz drin, ist in etwa so groß wie eine Kreditkarte, kostet 10 Euro. Dann das Herzstück des Projekts ist die Secure Multicontroller Unit hier von Atmel. Ist über I²C angebunden mit 1 MHz, ist von der Betriebsspannung her sehr flexibel, in unserem Fall dann 3,3 Volt.
hat den SOIC 8 Sockel. Das bedeutet, eigentlich kriegt man nur diesen kleinen schwarzen Chip und sonst nichts. Deshalb ist es sehr zu empfehlen, noch eine Adapterplatine mitzunutzen, auf die das aufgelötet wird, um dann den Chip mit dem Raspberry Pi zu verbinden. Das heißt, Kostenpunkt ist einmal die Secure Multicontroller Unit. Das Problem dabei ist, dass Atmel ungerne Chips unter 1000 Stück verkauft. Ich habe dann versucht, ein Sample zu bekommen. War dann leider nicht möglich. Ich bin dann letztendlich zu Mauser gekommen, Mauser Electronics, die auch Einzelteile davon abgeben. Das heißt, man kann auch einbestellen. Problem ist, dass unter 50 Euro die Versandkosten bei 25 Euro liegen. Das heißt, Sammelbestellungen lohnen sich. Dann braucht man noch die Adapterplatine und Kabel. Das sind einfach die normalen GPIO-Kabel für den Raspberry Pi. So, was kann denn jetzt diese Secure Multicontroller Unit überhaupt? Ganz wichtig ist, sie unterstützt elliptische Kurven nach NIST-P256. Ich habe versucht, einen Chip zu bekommen, der die Bernstein-Kurve implementiert. Da sie allerdings noch zu neu ist, gibt es die praktisch nirgends in Hardware. Dann kann der Chip einen elliptischen Kurven nach Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch, den wir auch verwenden, hat einen 256-Bit-FIPS-Zufallsgenerator, kann außerdem noch SHA-256 und der HashMAC. Dann wichtig, der TamperSafe-Speicher. Was ist TamperSafe? Das bedeutet, dass man den Speicher, in dem man den privaten Schlüssel liegen hat, nicht einfach auslesen kann. Er ist sogar vor physikalischem Zugriff geschützt. Das heißt, dass man nicht einfach den Chip praktisch abträgt und guckt, was für Daten da drauf sind, sodass wir uns relativ sicher sein können, dass unser privater Schlüssel beim Client nicht abhanden kommt. Der Chip wird an sich provisioniert. Kommen wir dann später auf der Softwareseite nochmal dazu. So, kommen wir zur Preisübersicht. Ist für den Prototypen noch relativ überschaubar, aber auch nicht wirklich günstig. Aber mit 122 Euro noch im Rahmen. Dann zur Software. Als Betriebssystem nutze ich einfach das Standard Raspbian in der Lite-Version. Bedeutet, es ist eigentlich ein Debian ohne alles. Ist die aktuelle Version. Dann zur Darstellung greife ich auf Python zurück, beziehungsweise mein komplettes Projekt ist in Python geschrieben. In Kombination mit Pygame. Das ist ein Spiele-Framework. Hat den Vorteil, dass es alle Grafikausgaben direkt in den Framebuffer schreibt und somit dann auf dem Display ausgegeben wird. Also das funktioniert so, ich habe einen Framebuffer, das ist ein Speicherbereich. Alles, was ich in diesen Speicherbereich an Bildinformationen lege, wird genau so auf dem Display präsentiert. Ja, unterstützt Dirty Rects. Was sind Dirty Rects, beziehungsweise was sind Rects überhaupt? Rects sind Bildbereiche auf dem Display. Und mit Dirty Rects kann man angeben, dass nicht das komplette Bild aktualisiert wird, sondern ich kann angeben, ich möchte nur die Hälfte des Bildes aktualisieren, denn ich brauche nur die Hälfte, weil sich da das Kamerabild geändert hat. Das spart Bandbreite und erhöht deutlich die Performance. Ja, die API an sich ist auch super. Dann zum Auslesen des Touchscreens. Wenn der Nutzer interagiert mit dem Gerät und drauf rumdrückt, möchte man wissen, wohin hat der Nutzer gedrückt, benutze ich die TS-Lib. Die hat mich zum Verzweifeln gebracht. Das Problem bei TS-Lib ist, dass Debian beschlossen hat, dass die libtsdev als Abhängigkeit uninteressant ist. Die braucht man nicht mehr, die benutzt fast niemand und die haben sie einfach rausgenommen. Was dazu geführt hat, dass die Library Zufallswerte zurückgegeben hat. Das heißt,
Es ist registriert worden, okay, jemand hat da drauf gedrückt, aber wo war ein zufälliger Wert? Dann nach mehreren Tagen ist das mit der Abhängigkeit dann klar geworden, dann neu kompiliert, neu installiert und dann hat es auch endlich funktioniert. Dann die Kameraansteuerung, mache ich mit 640x480 Pixeln. Gab es dann auch mehrere Versuche. Einmal erst mit Video for Linux, 10 Frames pro Sekunde. Hat mich nicht umgehauen. Dann habe ich es probiert mit Python, PyCamera, so dem, was jeder nutzt, wenn man im Internet nach den Projekten sucht. Waren dann 15 Frames pro Sekunde, war auch nicht so toll. Dann der dritte Versuch führte dann endlich zum Erfolg. Ich habe mich erst davon abschrecken lassen, dass Pygame diese Funktion als Beta-Version betitelt. Sie funktioniert aber mit Abstand am besten. Resultat waren 35 Frames pro Sekunde, wunderbar. Das Display stellt die Anzeige mit 30 Frames pro Sekunde dar. Nehmen wir. Dann zum QR-Code auslesen benutze ich Zbar, so praktisch die QR-Code-Library schlechthin. Kann fast alle Barcodes auslesen und vor allem auch unterstützt QR-Codes. Funktioniert so, dass man das Bild der Library übergibt, das die Kamera aktuell aufgenommen hat und bekommt dann einen String zurück, wenn ein QR-Code drin gewesen ist mit dem Inhalt der in dem QR-Code enkodierten Nachrichten. Dann wichtig dabei ist, in so ziemlich allen Dokus ist die Preview aktiviert. Macht im Prinzip das, was man haben möchte. Man sieht, was die Kamera gerade sieht und kann dadurch auf den QR-Code zielen. Wird aber von Pygame übernommen und wird nur über die GPU gerendert. Das Problem ist, dass der Raspberry Pi das, was er in den Framebuffer für die GPU schreibt, nicht für über SPI angebundene Displays nutzen kann, sondern man kann dann hingehen und kann den Inhalt des GPU-Framebuffers kopieren und dann in den Framebuffer für das SPI-Gerät kopieren. Führt aber zu keiner tollen Performance. Deshalb am besten deaktivieren und selbst machen. SMCU ansteuern wird bei uns dann für einen Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch hauptsächlich genutzt mit der elliptischen Kurve. Dazu stellt Atmel eine Library in C zur Verfügung und da hat sich Josh Dacto die Mühe gemacht, der hat ein CryptoCape entwickelt, ein Open-Hardware-Projekt, bei dem er den Vorgänger-Chip genutzt hat und stellt ihn praktisch somit über eine Shared Library zur Verfügung. Ich nutze diese Library, indem ich sie in Python mit CFFI einbinde. Das Problem dabei bei dieser Library war, dass die für den Vorgängerchip gedacht war. Josh hat es getestet und es hat auch auf dem nachfolgenden Chip funktioniert. Alles wunderbar. Nur die eine Funktion, die ich gebraucht habe, den elliptischen Kurven-Diffie-Hellman-Austausch, der hat nicht funktioniert. Das war nämlich der Unterschied zum Vorgängerchip. Ich habe ihn dann angeschrieben und habe dann mit ihm zusammen den Fehler gesucht und dann von ihm eine neue Provisionierungsdatei bekommen. Nochmal vielen Dank an Josh, dass er sich da am Wochenende nochmal hingesetzt hat für mich. Vorsicht beim Provisionieren. Wenn man die Provisionierung für den Vorgängerchip nimmt, den ATEC 108A, funktioniert da auch. Problem ist, es funktioniert alles, bis auf den elliptischen Kurven-Diffie-Hellman-Austausch. Der Speicher wird nach dem Provisionieren des Chips gelockt und somit ist der Chip praktisch verbrannt. Also der kann dann nur das Feature-Set, für das er provisioniert worden ist und nicht mehr. Dann nutze ich als Protokollbasis LinOTP. LinOTP ist ein Open-Source-Projekt, ist im Prinzip eine Anbindungstechnologie für so ziemlich alle Authentifizierungsverfahren. Das heißt, egal ob ein Token oder welche Authentifizierung auch immer,
ist überwiegend in Python geschrieben, vollständig Open Source, verwendet überwiegend Einmalpasswörter und hat unter anderem das für mich interessante LinoTP-QRTAN-Protokoll entwickelt. Ist ein Verfahren zum Bestätigen über den Erhalt von Nachrichten und zum Transfer dieser Nachrichten, praktisch für Banktransaktionen gemacht. Ist ein abgewandeltes Elgamal-Verschlüsselungsverfahren. Authentifizierung findet dadurch statt, dass der Schlüssel generiert wird über den elliptischen Kurven Diffie-Hellman. Die Nachrichten werden verschlüsselt mit AES im EAX-Modus, wodurch auch die Integrität der Nachricht sichergestellt wird. Generiert dann eine Tag bzw. eine TAN-Nummer, bei der man der Bank dann beweisen kann, dass man die Nachricht komplett entschlüsseln konnte, dass man einverstanden ist mit der Banktransaktion. Kommen wir zum Protokoll. Es gibt am Anfang das Pairing. Wir haben einmal hier die Bank. Die Bank hat einen neuen Kunden gewonnen und teilt dann LinoTP mit, dass es einen neuen Nutzer gibt, überträgt die Infos dazu. LinoTP erstellt einen QR-Code, den die Bank dann wiederum an den neuen Kunden weiterleitet. Dieser QR-Code enthält als wichtigsten Teil den Public Key der Bank. Der Nutzer scannt mit dem Gerät dann den QR-Code, empfängt dadurch dann den Public Key und kann dann verschlüsselt darauf antworten. Antwortet dann mit dem eigenen Public Key von der SMCU in dem Gerät und teilt es dann wiederum mit. LinoTP hat jetzt den öffentlichen Schlüssel des Kunden und kann somit verschlüsselte Nachrichten an den Kunden schicken. Dann wird ein QR-Code erstellt, um das Ganze zu testen. Der Kunde scannt den QR-Code, also die Bank generiert sich ein Schlüsselpaar, einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel, verschlüsselt dann mit dem privaten Schlüssel die Nachricht und überträgt den öffentlichen Schlüssel an den Kunden, generiert sich eine Tag- bzw. TAN-Nummer, verwirft sämtliche Schlüssel, die generiert worden sind und merkt sich nur, was erwartet wird für ein Ergebnis vom Kunden. Bedeutet, wenn man den privaten Schlüssel der Bank klaut, bzw. wenn die Bank gehackt worden ist, dann ist dieser Schlüssel nicht fest, er wird nicht immer für alle Kunden genutzt, sondern bei jeder Nachricht, bei jeder Transaktion generiert sich die Bank ein neues Schlüsselpaar. Gut, dann hat der Kunde den öffentlichen Schlüssel der Bank erhalten, überträgt dann diesen öffentlichen Schlüssel, verschlüsselt dann mit dem öffentlichen Schlüssel der Bank, entschlüsselt mit dem öffentlichen Schlüssel der Bank und dem eigenen privaten Schlüssel die Nachricht, kann die Nachricht dann lesen, generiert entweder einen Tag, der dann per WLAN mit LinoTP kommuniziert und die Bestätigung authentifiziert, oder alternativ generiert es eine TAN-Nummer, die auf dem Display dargestellt wird, die dann auf der Bank-Webseite eingegeben wird. Dann kommen wir zu dem täglichen Anwendungsfall. Funktioniert praktisch sehr, sehr ähnlich. Der Nutzer möchte einen Geldtransfer erstellen. Die Bank teilt das ganze LinoTP mit und sagt, Nutzer X möchte dann möchte diesen Transfer vollziehen und generiert die Challenge. Dann erstellt LinoTP einen QR-Code. In diesem QR-Code sind die Banktransaktionsdaten zur Einsicht verschlüsselt gespeichert. Und es wird der öffentliche Schlüssel der Bank, der aktuell ist, übertragen. Der Nutzer scannt den QR-Code, kann damit mit dem öffentlichen Schlüssel und dem eigenen privaten Schlüssel die Nachricht wieder entschlüsseln, teilt dann der Bank mit, welchen Tag er herausbekommen hat, und die Bank guckt, ob das der Tag bzw. die TAN-Nummer, die dann zurückkommt,
mit der erwarteten übereinstimmt. Und aus Nutzersicht, der Nutzer verbindet sich über HTTPS mit der Bankwebseite, generiert die Transaktion, stellt die Anfrage, bekommt dann von der Bank diesen QR-Code angezeigt, scannt den QR-Code, dann bekommt er die Nachricht, die in diesem QR-Code verschlüsselt gespeichert wird, angezeigt. Und dann muss er diese Nachricht bestätigen, dass es auch die Nachricht ist, die er erwartet hat. Dann, wenn es bestätigt wurde, wird der Tag wieder generiert und die Transaktion erfolgt. So, jetzt, wie verarbeitet der Prototyp das? Er bekommt das Bild von Pygame, der auf die Kamera zurückgreift, als Frame. Diesen Frame gibt er einmal auf dem Display aus, um eine Live-Ansicht darzustellen. Und vor allem wird Z-Bar in einem Prozess gespawnt, um den QR-Code auszulesen. Dann ist die Nachricht von der Bank. Es wird geprüft, ob der Header übereinstimmt mit der erwarteten Nachricht oder ob es irgendein beliebiger QR-Code ist. Falls es ein beliebiger QR-Code ist, wird es verworfen und einfach weitergemacht. Dann wird auf der SMCU mit dem öffentlichen Schlüssel der Bank und dem eigenen privaten Schlüssel ein Shared Secret generiert. Dieses Shared Secret wird dann allerdings nicht, wie man es schon nehmen könnte, direkt genommen, um AES als Schlüssel zu dienen, sondern es wird erst noch der Key verfremdet mit der Key Derivation Function. Es ist einfach nur ein SHA-256-Hash. Dann wird der hintere Teil von diesem Hash sich gemerkt und dann als Nonce für AES genutzt. Dann wird der Key, ein weiterer Hash gebildet und dann der Teil des zweiten Hashes als Key genutzt, wird dann für AES genutzt. AES kann somit im ERX-Modus die Nachricht entschlüsseln und gleichzeitig über einen MAC prüfen, ob die Nachricht verändert worden ist. Der gemerkte vordere Teil des Hashes wird dann zusammen mit der entschlüsselten Nachricht dann genutzt, um einen HashMAC zu bilden. Dieser HashMAC stellt unser Tag dar, den wir, wenn wir WLAN-Zugriff haben, gleich, wenn der Nutzer es bestätigt hat, dass es seine Richtigkeit hat, die Nachricht übertragen kann per WLAN. Falls kein WLAN zur Verfügung steht, keine Internetverbindung zur Bank zur Verfügung steht, dann wird eine Modulo-Operation angewandt auf den Tag, um daraus eine kürzere TAN-Nummer zu generieren. Die hat dann 8 Stellen, 10 Stellen in etwa in dem Preisbereich. Das kann sich die Bank aussuchen und gibt dann damit die Transaktion frei. Ja, das war's auch schon. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich habe hier nochmal die wichtigsten GitHub-Links reingestellt. Einmal zu libcrypto.org. Das hieß früher libcrypt.i2c, ist dann umbenannt worden, um dem Namensschema der Atmel-Library zu entsprechen, die als Basis genutzt wird. Also nicht verwundern lassen dadurch. Ich möchte Philipp Ley dafür danken, dass er das QRTAN-Protokoll dahingehend angepasst hat, dass es Versionsnummern gibt, sodass ich eine neue Version generieren konnte, die die NIST-Kurve als Basis nimmt, statt der Bernstein-Kurve, die ursprünglich für das Verfahren vorgesehen worden ist. Dann gibt es einen Link zu LinOTP und dann einen Link zu dem Quellcode für das Projekt. Das ist momentan noch komplett leer. Das wird in einem Monat online gehen. Hat den Grund, dass ich die Thesis noch schreibe, dass der Code vermutlich noch geändert wird. Ich nutze momentan in der aktuellen Version für den Schlüsselaustausch komprimierte elliptische Kurven.
Das heißt, wenn man elliptische Kurven als Public Key bekommt, bekommt man einen X-Parameter und einen Y-Parameter, das sind Koordinaten für die elliptische Kurve. Es reicht, wenn man nur X übertragen bekommt, dann setzt der Nutzer X in die Gleichung ein von der elliptischen Kurve und kann daraus Y berechnen. Das heißt, Y muss überhaupt nicht übertragen werden. Dazu können dann zwei Lösungen rausfallen. Einmal der positive Y-Wert und der negative Y-Wert der Kurve. Das löst man dadurch, dass man an Anfang der komprimierten Nachricht einen Flag setzt, ob der positive Teil oder der negative Teil genutzt werden soll. Ein wunderbares Verfahren. Das Problem ist, dass es ein Patent darauf gibt, das HP noch hält. Man ist sich uneinig darüber, ob das Patent überhaupt gültig ist, denn das Verfahren war schon lange vorher bekannt, bevor das Patent angemeldet worden ist. Das Patent läuft 2018 aus. Ich muss noch klären, ob ich die komprimierte Version nutzen kann. Falls nein, wird der öffentliche Schlüssel unkomprimiert übertragen. Was bei einem QR-Code mit dem begrenzten Speicherplatz, den man übertragen kann, natürlich schade ist, wenn man da Speicher verschenkt. Ja, gibt es Fragen? Ja? Der Key wird über die Post bzw. über E-Mail, wie auch immer, übertragen über einen zweiten Kanal. Im Prinzip, die Bank kann auch das Pairing schon vorher durchführen, bevor das Gerät dann zum Kunden rausgeschickt wird, was noch deutlich besser ist. Wenn dieses Pairing einmal stattgefunden hat, befindet man sich auf der sicheren Seite. Das heißt, wenn jetzt ein Man in the Middle kommt und so tut, als sei er die Bank, dann kann er aber nicht die Nachricht entschlüsseln, die für den Nutzer gedacht ist. Er könnte eine neue generieren und könnte dann eine neue Nachricht generieren, die der Nutzer auch angezeigt bekommen würde, als wäre es seine Bank, wenn die verschlüsselte Verbindung zur Bankwebseite kompromittiert werden würde. Das würde aber rein gar nichts bringen, denn diese TAN-Nummer bzw. die Tag, die berechnet werden würde, würde nicht zu dem Schlüssel passen, den die Bank erwartet. Und somit ist ein Man-in-the-Middle-Angriff nutzlos. Gibt es weitere Fragen? Ja? Ich nutze im Prinzip den Zufalls. Also die Frage war, welche Features ich von der SMCU nutze. Bei der Generierung des Keys nutzt der Chip intern den 256-Bit-Hardware-Zufallsgenerator. Dann wird natürlich auf die elliptische Kurvenfunktionalität zurückgegriffen, indem ein Schlüsselpaar dann generiert wird, der den Zufallsgenerator nutzt. Genutzt wird er dann in dem Verfahren ausschließlich für einen elliptischen Kurven-Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch. Das heißt, ich generiere aus dem Public Key, den ich bekomme, und dem privaten Schlüssel auf der SMCU einen neuen Schlüssel, der dann identisch ist zu dem Schlüssel, den die Bank sich vorher generiert hat, mit dem Public Key des Nutzers und dem generierten Private Key. Weitere Fragen? Ja? Das ist richtig, könnte man auch. Dann würde der Offline-Modus komplett wegfallen. Aber rein theoretisch, über welchen Kanal die Daten reinkommen, ist relativ egal. Allerdings hat der Nutzer gerne auch das Gefühl, dass er gerade bei der Bank dann dieses Gerät hat und dann nicht alles vollautomatisch passiert. Ja, ein großer Vorteil gegenüber gängigen Verfahren ist einfach, dass der private Schlüssel auf dem Kryptochip liegt und nicht ausgelesen werden kann. Weitere Fragen? Ja? Nein, da das Verfahren gerade entwickelt wird,
von mir. Nee, das ist im Rahmen meiner Bachelor-Thesis, die ich am 20. abgeben werde diesen Monat. Und wenn das Verfahren dann sicher ist, beziehungsweise abgeschlossen entwickelt worden ist, dann wird sich zeigen, welche Bank daran Interesse hat. Ja? Das ist richtig. Wir sind der zweite Faktor. Der erste Faktor ist der Login auf der Bank-Webseite. Und der zweite Faktor ist dann die TAN-Nummer, wie man es kennt. Und diese TAN-Nummer ist dann praktisch der zweite Faktor. Also wir sind in dem Fall der zweite Faktor für die Bank. Weitere Fragen? Ja? Wenn der Zettel abhanden kommt, gibt es einen Haufen vorgenerierter TAN-Nummern, die genutzt werden können, was dann wiederum eine Gefahr darstellt. Man kann den Kryptochip klauen, das ist richtig. Wenn der Zettel abhanden gekommen ist, dann kann der mal kurz kopiert worden sein und wieder zurückgelegt. Wenn ich allerdings dieses Gerät nutze und der Kryptochip fehlt, dann ist halt einfach kein Kryptochip da, dann funktioniert das Gerät nicht mehr. Das heißt, ich bekomme mit, wenn meine Schlüssel geklaut worden sind. Ja? Auf welche Weise wird diese TAN generiert? Die TAN wird praktisch so generiert, dass der elliptische Kurvenaustausch ein Shared Secret generiert. Darauf wendet man einen Hash an, nimmt diesen Hash dann und generiert einen zweiten Hash. Das ist einfach nur, um den Schlüssel zu verfremden, kann damit die Nachricht entschlüsseln. Und dann wird ein Teil dieses zweiten Hashes genutzt und der Inhalt der entschlüsselten Nachricht. Und dann wird ein Hashmack angewandt und da fällt mir dann eine große Nummer raus in von einem Tag. Das ist der Tag, der per WLAN an die Bank schon übertragen werden kann. Da man niemandem zumuten möchte, dass er diese sehr lange Nummer eintippt, wird ein Modulo 10 zum Beispiel auf diesen Tag angewandt und dann fällt eine TAN-Nummer daraus. Und das ist die TAN, die generiert wird. Praktisch schon. Also man könnte das Verfahren, also diese Raspberry Pi, hat ein Display, hat eine Kamera, das ist eigentlich ein Smartphone. Das Problem beim Smartphone ist, dass dieser Kryptochip nicht drin ist. Ein schöner Anwendungsfall wäre, wenn in Smartphones ein Kryptochip eingebaut wird, wie es teilweise für interne Betriebssystemfunktionalitäten schon gemacht wird, einfach zur freien Verfügung für Banken. Dann würden die Kosten auf 1 Euro fallen, da der Nutzer ohnehin schon ein Smartphone hat und hätte dann eine sichere Möglichkeit, die Authentifizierung durchzuführen. Ja? Da der Kryptochip ja bekannt ist, wie siehst du das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit, dass diese TAN-Werte, sag ich mal, berechnet werden können? Absolute Sicherheit hat man nie, dadurch, dass Atmel nur gegenüber einer NDA dann den Chip offenlegt, beziehungsweise die komplette Funktionalität offenlegt. Das Einzige, was man als Außenstehender tun kann, ist gängige Attacken ausprobieren, was ich getan habe. Gängige Attacken gegen elliptische Kurven sind zum Beispiel, dass man einen Punkt angibt, der nicht auf der Kurve liegt. Wenn der Kryptochip das annehmen würde, dann sein Ergebnis berechnen würde, könnte man anhand des Ergebnisses darauf rückschließen, wie der private Schlüssel in dem Gerät sein muss. Das wird aber verweigert. Das gibt einfach eine Fehlermeldung. Das heißt, der Kryptochip implementiert die Kurve nach dem FIPS-Standard. Habe ich ausprobiert, wird verweigert. Das heißt, ich bekomme einfach nur eine Fehlermeldung zurück.
Aber letztendlich ist es Closed Source, was auf diesem Chip passiert. Darüber hat man keine Kontrolle. Man könnte einen Krypto-Chip nutzen, der programmierbar ist. Allerdings hätte man dann das Problem nur transferiert auf sich selbst. Man könnte die Funktionalität offenlegen natürlich. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man selbst einen Fehler einbaut, ist gegeben. Ist natürlich dann schön, wenn möglichst viele Leute, die Ahnung davon haben, drauf gucken können, um das zu verifizieren. Noch Fragen? Ja? Ich habe mir das Verfahren nicht genau angeguckt. Das ist der mit dem Flickr-Code. Ich nehme an, dass es sehr ähnlich funktioniert. Problem bei diesem Gerät ist, wenn dieser Kryptochip in dem Handy integriert werden würde, hätte man das immer dabei und könnte das nutzen. Das ist dann das separate Gerät bei dem Flickr-Code und es ist nach meiner Erfahrung ein Grauen, dadurch, dass keine großen Prüfziffern in diesem Flickr-Code zu sein scheinen. Ich bin mir da nicht sicher, ich habe mir das Verfahren nicht angeguckt. Auf jeden Fall kommt es oft zu Fehlern bei dem Einlesen. Und beim QR-Code sind sehr große Teile des QR-Codes mit Paritätsbits versehen und das heißt, wenn ein Stück weggekratzt ist von dem QR-Code, wenn es zu Einlesefehlern kommt, dann kann trotzdem noch die Nachricht entschlüsselt werden. Das heißt, sie kann dann wieder zurückberechnet werden, wie die Nachricht gewesen sein muss, auch wenn Teile der Übertragung gestört sind. Weitere Fragen? Ja? Soweit ich weiß, also die Frage war, ob man SIM-Karten nutzen kann für das Verfahren, da Kryptochips integriert sind. Soweit ich weiß, gibt es da aber keinen Tamper-Safe-Speicher. Das heißt, ich bin mir da aber auch nicht sicher, das ist jetzt aus der Luft gegriffen. Ich glaube, dass man da keinen, also zum einen keinen Zugriff kriegt als Nutzer über eine App und zum anderen, dass der Speicher dort nicht Tamper-Safe ist. Ja? Wäre es nicht vielleicht sinnvoll, statt einer normalen Speicherkarte eine Krypto-Prozessor-SIM-Karte zu nutzen, wo der Schlüssel die Karte selbst lieferbar ist, den du auch so viel einfach auslesen kannst? Also selbst wenn du physikalisch darauf hältst. Ich denke, das wird sehr teuer. Im Prinzip bei diesem Verfahren haben wir ja auf dem Kryptochip einen kleinen Speicherbereich, in dem wir unseren Key ablegen. Also praktisch den sicherheitskritischen Bereich haben wir ausgelagert in einen sicheren Container. Wir könnten natürlich den kompletten Speicher in einen sicheren Bereich legen. Problem dabei ist, dass dann die Apps sich beschweren, dass sie auch wieder keinen Zugriff haben. Das heißt, man müsste sämtliche Funktionalität in diesen Kryptochip schon implementieren mit dem riesigen Speicher, könnte keine Sicherheitsupdates nachpatchen und nichts, sondern da ist es von Vorteil, wenn man einfach nur den privaten Schlüssel in den Speicher legt. Nächste Frage. Dann vielen Dank.